Und herzlich willkommen wieder zurück. Ja, im letzten Part haben wir Sniper Wolf getötet. Hier sieht man sie noch. Und jetzt erstmal, wir brauchen ihre, ja, Dings, Namensschild. So richtig hier sie tragen, wenn sie tot da rumliegt, hey, voll fies. Ja, den Hund sieht man irgendwie jetzt auch auf dem Radar. Keine Ahnung warum. Süß, süß. Okay, los geht's. Wir schnappen uns erstmal alle Gegenstände, die man hier findet. So, was gibt's hier? Kameras. Nein! Nein! Das ist gut. Und tschüss. Aua! Und tschüss, ich bin raus! Mein Gott, ey. So. Ja. Falsch. Da war noch eins. Box 3. Ich weiß gar nicht, ob wir die Box 1 haben. Okay, das tut weh. Und ja, Snake los. Da müssen wir gleich durch. Erstmal hole ich mir die Sachen, wie schon gesagt. Lol, da kann ich noch nicht rein. 7? 7? Karte 7? Okay. Ja. Ah, super. Vorsicht, das sind Minen. Nicht da reinrennen, so wie ich vorhin. Ja. Das war ziemlich doof von mir. Was gibt's hier? Munition. Ja, Munition. So, und dann los. Weiter geht's. Hier gibt's noch was und das war's. Ich schieße jetzt mal die Kameras kaputt. Die sehen mir so merkwürdig aus. Ups, nicht getroffen, aber diesmal treffe ich's. So, was ist da? Granate, Granaten voll. Scharfgranate oder Chefgranate oder was auch immer. Okay, los geht's, weiter geht's. Ah, Mann. Naja, nach dem wenn alles vorbei ist, will Snake jetzt sagen, für was wir kämpfen. Zu Orkhorn. Aua, Snake, was treibst du da? So, da ist eine Kamera. So, und das war's mit der Kamera. Noch ein bisschen. Da ist die Kamera. Und los geht's, weiter geht's. Runter da, Snake, schnell runter. Ja, aber wir haben noch ein paar Bossfights, sage ich mal so. Zwei Bossfights. Ja, zwei. Liquid Snake ist sowieso nicht tot, letztens. Oh, das ist cool. Das ist gut hier, wo ich bin. Das wird Spaß machen. Who's there? Verdammt. Who's that? Verdammt! Du Penner! Hoffentlich hat er jetzt sein Funkgerät nicht angemacht. Auf jeden Fall, ich bringe ihm mal, dass er schläft. Das ist mir so riskant. Oder, warte mal. Viel besser. Ich zeig euch mal was, was ich euch noch gar nicht gezeigt habe. Geheilt habe ich schon. Komm, steh auf. Verdammt! Stirb! Ich wollte eigentlich jetzt was machen, aber der lässt mich nicht. Wenn man sich hinter den anschleicht und dann die Waffe rausholt und die anvisiert, dann sagt man Freeze und dann tun sie ihre Hände automatisch hoch. Das wollte ich euch zeigen, aber kam jetzt nicht dazu. Das werde ich jetzt beim nächsten zeigen. Jetzt erstmal hier vorsichtig, ganz vorsichtig schleichen. Ja. Nicht schleichen, besser gesagt. Geduckt sein noch dazu. Ich hab was falsch gemacht.
Ich weiß auch was, ich darf nicht da so rüberschleichen, ich muss was anderes machen. Das habe ich ganz vergessen. Vielleicht lebt er jetzt wieder, dann kann ich euch zeigen, was ich zeigen wollte. Ja, er lebt wieder. Das ist gut. Ganz vorsichtig und freeze. Das meinte ich. Jetzt erstmal Funkgerät kaputt machen. Nicht ihn kaputt machen, Funkgerät. Freeze. Seht ihr? Wenn man ihn den Kopf anzieht, dann schüttelt er seine Karte raus. Oder seinen Schwanz anzieht, dann schüttelt er sich normal und schmeißt noch mehr Sachen. Und jetzt schießen wir ihm mal die Hände weg. Wir sind ja richtig sadistisch. Eine Hand weg. Hände runter, mein Freund. Und tot ist er. Wenn er keine Hände mehr hat, dann ist er tot. Also zu verwenden. Wenn er keine Hand mehr verwenden kann, dann ist er tot. Jetzt erstmal so rübergehen. Geduckt. Denn da kommt gleich eine Stange und da können wir nicht einfach rüber. Seht ihr? Das hätte uns wieder umgebracht. So. Jetzt erstmal gucken. Ja, nix. Okay, jetzt vorsichtig sein. Vorsichtig, Snake. Ich glaube, ich töte ihn am besten. Wenn ich ihn sehe. Falls er wieder kommt. Das war's, der ist tot. Der ist Knockout fertig. Jetzt kommen gleich Wachen, deswegen tue ich die mal weg. Wenn keine Meldung mehr ist, die müssen sich ja nach einer Zeitraum müssen die sich melden, dass alles in Ordnung ist und wenn da nichts kommt, dann kommen Wachen und gucken sich hier um. Deswegen verstecke ich ihn mal hier. Ist zwar kein gutes Versteck, aber immerhin ein Versteck. Besser als gar kein Versteck. Ich heile mich jetzt erstmal nochmal. Hier ist doch irgendwo eine Kamera. Oder zwei Kameras sogar. Aber das sieht mich jetzt nicht. Ich gehe jetzt weiter. Aua. Los da. Dein, dein, dein. Ich will mich erstmal hier schön umgucken. Wir haben ja genug Zeit eigentlich. Ah, Moment mal. Oh, da kann man hoch und runter. Gut. Aber für was brauchen wir? Wir müssen doch nicht hoch. Ach doch, später müssen wir wieder hoch, wenn wir die Schlüsselkarte 7 haben. Ich wollte unbedingt mal gucken, was da so gibt. Also, was man sich da holen kann. Okay, da müssen wir, glaube ich, lang gleich. Müssen wir da lang? Ich weiß jetzt gar nicht, wo lang. Werden wir gleich sehen. Ration mitnehmen und los geht's. Wir holen uns erstmal Power. Die Sachen hier, was hier so alles gibt's. Aber eine Kamera, oder? Ja, da ist eine Kamera. Die schießen wir mal kaputt. Dass die Kamera uns nicht so im Weg ist. Da durch, Snake. Ja, okay, jetzt haben wir noch eine Box. Nee, doch nicht. Was haben wir da? B, was für ein Kram? Irgendwas mit B, B, B. B, was weiß ich. Ah, okay, dann tut's nicht so weh, wenn wir angeschossen werden. Aua, Kamera. Kamera. Kaputt schießen. Hey, ich hab dich doch kaputt gemacht. Boah. Hey, ihr wollt mich doch verarschen. Das fängt schon wieder an. Lass mich eine. Obwohl, ich hab jetzt. Man sieht richtig, wie wenig uns das zieht, wenn die uns anschießen.
Jetzt erstmal frage ich mich. Erstmal hier die Kamera kaputt machen, die fuckt ab. Okay, da muss ich hier durchkriechen. Nochmal. Genau, haben wir doch alles geschafft. Los geht's, weiter geht's. Okay, da müssen wir durch. Und da müssen wir auch durch. Jetzt kommt auch bald ein Kampf wieder. Wenn wir da runtergehen, dann kommt auch ein Kampf. Ja, habe ich schon wieder. Ich wiederhole mich. Ja, das wird ein cooler Kampf. Aber das werden wir auch im nächsten Part sehen. Elite-Einheiten. Die schicken uns verdammte Elite-Einheiten gegen uns. Wird erstmal sterben, ey. Boah, Mann. So, den einen haben wir auch gekillt. Stirb. Den haben wir auch gekillt. Das war's. So einfach. Einfach mal töten. Ja, es ist keine große Kunst gegen diese Kämpfen. Aber die Waffe werden wir mal behalten. Die brauchen wir. So, ich glaube, das war nur das eine, wo wir fahren. Ah ne, da kommt noch ein Fahrstuhl, aber keine Gegner. Kamera, ich hasse Kameras. Oh, schon wieder so eine scheiß Ballerkamera. So, kaputt erstmal. So, weiter. Ja, hier ist der nächste Aufzug. Ich frag mich. Ah ja, da Ration. Das passt doch alles. Super. So, nehmen wir Ration mit. Und ja. Nehmen wir das. Nee, geht nicht mehr. Wir rüsten uns schon mal aus gegen Raven. Wolken Raven. Oder wie? Ja, Wolken Raven, so heißt er. Und gehen mal weiter. Snake. Man erkennt sofort, dass man gegen ihn kämpfen muss. Wegen, werdet ihr jetzt gleich sehen. Ihr hört die ganzen Raben. Die greifen uns auch an. Deswegen mache ich mal was ganz Cooles. Okay, das geht nicht. Doch! Stirbt! Snake. I've got something to tell you about Naomi Hunter. What about her? Is this conversation secure? Don't worry, the monitor's off. Okay. What's up? I was in the FBI too, you know. I didn't know that. What's your point? Dr. Hunter's story about her background, about her grandfather being an assistant secretary to Hoover in the FBI. Yeah. And then going undercover to investigate the mafia in New York. Yeah, what about it? It was all a big lie. What did you say? It was really bothering me. Why would she lie about it? She lied? She might be a spy. Ridiculous. Come on. Even a high school student could see past it. Didn't Naomi say that her father was Japanese? Yeah. At the time when Edgar Hoover was head of the FBI, there wasn't a single Asian investigator. Also, in the 50s, the undercover mafia sting operations hadn't even started yet. They first started in 1960, in Chicago, not New York. But... You better check it out. The chief and the president mysteriously dying. That ninja. Too many strange things are happening. Are you saying that Naomi might be behind it? I don't know.
Either that, or she's working with the terrorists. Could it be? If I find out anything, I'll call. In the meantime, be careful. Also, uns wurde gerade gesagt, dass Naomi Hunter vielleicht eine Verräterin ist. Oder höchstwahrscheinlich eine Verräterin. Oder vielleicht sogar gegen, also mit den Terroristen gegen uns ist. Auf jeden Fall erstmal hier die Raben abschießen. Die packen ab, aber die sterben irgendwie nicht. Komisch. Ganz komisch. Na egal, wir sind angekommen. Wir sind angekommen und wir rüsten uns wieder mal aus. Aber den Kampf sehen wir erst im nächsten Part. Also ich speichere erstmal. Ich mache nämlich noch was heute. Mei Ling, how's Naomi? Huh? She's fine, I guess. What's up? What do you want, Snake? If you want to talk to Naomi, why don't you call her? Yeah, I guess so. Strange guy. Good luck, ja, wir reden doch lieber mal mit Naomi. Was sie zu sagen hat. Oh, ich habe ihre Nummer nicht. Ich ruf mal da. Colonel, where's Naomi? I'm right here, Snake. What is it? Oh, nothing. Forget it. That's strange. Snake, by now those terrorists have finished their launch preparations. Stop wasting time. Metal Gear's base is up ahead. Snake, it's over 30 below outside. Be careful. You're just recovering from a cold. What's wrong? Forget it. Thanks. Snake, stop lollygagging around and get to Metal Gear's base. There's no time. Ja, also irgendwie ja ganz merkwürdig alles. Also von Ninja kriegen wir eh keine Antwort mehr. Artcon. What the hell are all these crows doing around here? Crows? You got me. There were crows around from before, but for some reason they started to increase in number about the same time that Foxhound came to the base. It's really weird. I wonder what it could mean. Ja, mein Gott, das kann man sich doch denken. Natascha, ob sie was weiß? Nee, ich will nicht Natascha anrufen. Merle kriegen wir sowieso nicht dran, weil sie gefangen ist. Also für was rufe ich an? You found the body armor. The armor is constructed of a special fiber, 5 times stronger than steel. Wearing that will considerably reduce damage from enemy fire. It is designed to prevent bullets from penetrating, but you will still feel the... Ja, die beklärt unsere Sicherheit. Oh Mann, nicht nochmal anrufen. Oh, jetzt rede ich über Atomwaffen. Das hätte ich vielleicht... Egal. Und speichern, das wollte ich ja machen. Ich verdrödel hier viel zu viel Zeit. Speichern. Los. Und wir speichern hier ab. Weil ich so will. Weil ich geil bin. Ja. Und tschüss. Ja, egal. Mal gucken, was sie zu sagen hat. Say, the snake, knowing itself, strikes swiftly. It means that if you have confidence that what you're doing is part of your true nature, there should be no hesitation. I don't know whether your orders are in your true nature or not, but Snake, believe in yourself. Ja, okay. Ich würde dann mal sagen, wir sehen uns im nächsten Part, wenn wir gegen Vulcan Raven kämpfen. Ansonsten sage ich schon mal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bye!